Gut zu Vögeln wird als eine antiromantische Liebeskomödie bezeichnet. Was ist denn schon mal das Romantischste, was ein Mann für dich gemacht hat? Das Romantischste, was ein Mann für mich gemacht hat? Also da gibt es so zwei Sachen, die mir einfallen, die kann ich nicht verraten. Ansonsten waren Rosen dabei und Überraschungen und ein Orchester. Also. Und das Romantischste ist ja auch eigentlich so immer der Heiratsantrag oder die Ehe. Und Merlin ist ja im Film eine Journalistin und hat da eine sehr schöne Frage gestellt. Ist die Ehe noch was, woran man glauben kann? Ich glaube auf jeden Fall. Ja. Also unbedingt muss man noch an die Ehe glauben, sonst sollte man nicht heiraten. Und ob das dann klappt, ist dann immer eine andere Frage. Aber daran zu glauben, ja, absolutes Ja. Glaubst du denn auch, dass die Menschen heutzutage immer antiromantischer werden und die Romantik immer unwichtiger wird? Ich glaube, dass die Leute antiromantischer werden heutzutage, aber ich glaube, dass die Romantik dadurch immer wichtiger wird. Halt weniger, aber... Ja, immer schwieriger, glaube ich, was zu finden, was romantisch ist. Auch gerade für Männer, sich da was auszudenken. Da ist ja schon alles da gewesen. Aber je schwieriger es ist, desto mehr wünscht man sich das ja so als Frau. Und das Antiromantischste, was man ja machen kann, ist wahrscheinlich per SMS Schluss zu machen. Auf jeden wie Fall. Wie es halt Merlin im Film auch erleben musste. Beziehungsweise die Hochzeit abzusagen, ist ja nicht nur Schluss machen, sondern... Ja, zwei Wochen vor der Hochzeit. Mehr. Ja. Und was war denn die schlimmste Art, wie mit dir Schluss gemacht wurde? Oder gab es sowas gar nicht? Doch, also mir wurde auch schon Schluss gemacht, auf jeden Fall. Aber nie schlimm. Ja. Also, nee, ich bin eigentlich auch mit allen Männern, mit denen ich mal zusammen war, fast allen mittlerweile befreundet. Es sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Aber also nee, da gab es einfach nichts Schlimmes dabei. Auch nicht per SMS, gar nichts? Nein, oh Gott, nee, das wäre, nee. Okay. Nie. Was sieht Merlin in Jakob? Ja, was sieht Merlin in Jakob? Also zu unterschiedlichen Punkten im Film unterschiedliche Dinge. Am Anfang vielleicht sowas wie eine kleine Rettung aus der Situation, aus dem tiefen Liebeskummer und nicht mehr. In der Mitte des Films wahrscheinlich jemanden, der doch sehr gut zu ihr passen könnte und jemanden, in den sie sich verlieben könnte. Einen großen Jungen vielleicht zwischendurch auch mal. Und am Ende doch dann, Überraschung, jemanden, der tatsächlich der Mann an ihrer Seite sein kann und irgendwie es auch mit ihr zusammen vielleicht schafft, erwachsen zu werden. Kannst du dich dann mit Merlin in irgendeiner Art und Weise identifizieren? Ja, auf jeden Fall. In welchen Punkten zum Beispiel? Mit ihrem Chaos, mit ihrer Sehnsucht auf jeden Fall. Ich habe auch lange in WGs gewohnt und kenne so diese Probleme, die es da auch im Film gibt und die Merlin auch hat. Ja, mit Liebeskummer hatte ich auch schon mal. Mit den 90er Jahren irgendwie. Ich finde, der Film erinnert einen, also was die Musik angeht, was diese ganze Zeit angeht, das sind so meine späten 90er irgendwie gewesen. Da erinnere ich mich dran und kann mich sehr gut in sie hineinversetzen. Ja. Für Mira Thiel ist ja gut zu Vögeln. Ein Kinodebüt. Wie war es denn, mit ihr zusammenzuarbeiten? Toll, total. Also sicher auch, weil das ja eine sehr persönliche Geschichte für sie ist. Vielleicht auch, weil sie eine Frau ist und gerade weil es ihr Debüt ist, ist sie da mit wahnsinnig viel Leidenschaft rangegangen und hat uns total damit angesteckt. Und es war sehr besonders und hat super viel Spaß gemacht. Und was denkst du, ist die Message, die der Film rüberbringen soll? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay. Und womit kann der Zuschauer rechnen? Was erwartet den Kinobesucher? Den Kinobesucher erwartet so einiges. Also ziemlich viel Spaß, glaube ich. Jeder, der sich an die 90er erinnern kann, der wird sehr, sehr viele Sachen wiederfinden in diesem Film. Jeder, der mal Liebeskummer hat, wird da, glaube ich, Spaß haben, in diesen Film zu gehen, und jeder, der in der WG gewohnt hat, sicher auch. Ja. Du musst unsere Hochzeit canceln. Per SMS? Ich hätte dich schon angerufen. Ich helfe Ihnen hier beim Ausparken. Danke, ich brauche keine Hilfe. Sie haben hier ca. 20 cm.
Merlin ist die perfekte Mitbewohnerin. Es gibt einfach manchmal Momente im Leben eines Mannes, da muss man auch mal Gentleman sein. Fick dich. Da heult doch jemand. Das war die Katze. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen und du sagst mir jetzt, ich soll hier putzen, damit es mir besser geht? Wow. Jakob hatte diesen super Tipp, um mich abzulenken. Was denn für ein Tipp? Jakob putzt doch immer, wenn er traurig ist. Geht's dir besser? Was du brauchst, ist ein Trostfick. Das ist Marc. Hallo, ich bin Marc. Mhm. Der Marc, der ist Model. Ich bin Model. Mhm. Guck mal, Marc, eine Kamera. Der Typ ist so doof, um aus dem Bus zu winken. Also los jetzt. Hallo, ich bin Marc. Ab jetzt ihr Mädchen für alles. Sozusagen ihre eierleckende Wollmilchsau. Eierlegend. Nee, das nicht. Ich will mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren. Aber eines gebe ich zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zu, das, was ich will, bist du. Schlampe. Ich pflege diabeteskranke Koalabären, arbeite als Teilzeit-Penismodel und... Penismodel? Gut zu vögeln. Was für ein Kackwortspiel. Den habe ich nie verstanden.